So, und herzlich willkommen zu unserer letzten oder zu unserer allerletzten Benutzerverwaltungsschulung und zwar eben mit ein paar Besonderheiten. Also was gibt es für Besonderheiten eben innerhalb der Benutzerverwaltung? Auf was sollte ich achten oder wie kann ich mir eventuell selber helfen? Und es sind ein paar wichtige Sachen dabei. Ich würde sagen, ich beginne jetzt erstmal mit dem Entfernen eines Benutzers. Sehr häufig werden wir gefragt, wie ist es denn, wenn ich zum Beispiel einen Wechsel habe in der Vorstandschaft. Schatzmeister, Schriftführer, egal, Vorstand, höre auf und sollte eben dann auch aus datenschutzrechtlichen Gründen auch keinen Zugriff mehr zum System haben. Folgendes sei erwähnt, was ich jetzt immer empfehle, ist nicht das Löschen eines Benutzers, denn meistens ist es ja so, dass ein ausscheidendes Ehrenamt einen Nachfolger hat. Das heißt, natürlich könnte ich diesen Benutzer löschen und könnte dann eben einen neuen Benutzer anlegen. Muss aber ehrlich gesagt gar nicht sein, denn ich kann also hier den Benutzernamen ändern und ich kann natürlich auch das Passwort wieder ändern. Und wenn ich das mache, dann hat... vielleicht schaffe ich es diesmal. Hat natürlich der Neue jetzt einen neuen Benutzernamen und ein neues Passwort. Innerhalb der Historie der Mitglieder sehe ich dann auch also immer die Bearbeitung durch diesen neuen Benutzer, diesen neuen Namen und natürlich auch den alten noch. Und es ist natürlich einfacher, sage ich jetzt mal, denn dann brauche ich also diese ganzen Einstellungen nicht mehr überprüfen und nicht mehr korrigieren, sondern ich kann den eben so weiterverwenden. Aber wie gesagt, natürlich ist es möglich, einen Benutzer zu löschen und natürlich hat dann der Benutzer auch nicht mehr die Möglichkeit, eben auf Daten des Vereins Einblick zu erhalten. Was natürlich das Ganze mit ein bisschen ein Unterschied zu einer Offline-Software ist, denn wenn ich zum Beispiel einen Schatzmeister verliere, dann muss ich zu dem sagen, du bitte übergib mir alles in Papierform, was du hast und elektronisch und du darfst nichts kopieren und ob er das dann tatsächlich macht oder nicht, ja, das kann man eben hier schlecht nachvollziehen. Und in dem Fall in NetXP-Verein ändere ich den Login-Namen und das Passwort und der Benutzer hat schlicht und ergreifend keinen Zugriff mehr auf das Ganze. Dann eines sei auch noch erwähnt, es ist völlig egal, ob Sie jemanden das Recht... Herr Sperr, dazu ja. Eine Frage. Ja, ja. Wenn der Benutzer, der legt ja seine, wenn ja teilweise lokal abgelegt auf dem Rechner, zum Beispiel PDF-Dateien und so weiter, die verschwinden ja nicht, die sind ja noch Nein, da. Nein, diese PDF-Dateien wären theoretisch noch da. Aber auch hierzu sei etwas erwähnt, wenn natürlich dieser ehrenamtliche Benutzer oder dieser Benutzer vorher mit einem Fotoapparat Bildschirm, also ich nenne es jetzt mal Screenshots macht und zwar im klassischen Sinne, dann kann ich natürlich das auch nicht verhindern. Also wenn sich jetzt der hinsetzt zum Beispiel und so einen Bildschirm abfotografiert, dann natürlich. Also wenn jemand Schindluder unbedingt treiben will, dann ja. Nein, der Vorteil ist natürlich klar, ich habe das alles im Griff hier mit denen. Kommt nicht mehr rein an die Daten, das ist schön. Ne? Ja, ist auch ganz gut so. Naja gut, der Vorteil liegt ja auch oben drin, wenn ich irgendwelche eigenen Daten habe, dass ich nicht alles übergeben muss, alles nachlesen kann. Protokolle oder was da alles ist, das kann ich alles ablegen oben. Richtig, genau, in den eigenen Dateien und dann hat das der neue Benutzer und ich glaube jeder, der jetzt heute dabei ist und der zuhört irgendwann mal, der weiß das, wenn man ein Ehrenamt übernimmt, dann dauert es immer eine bestimmte Zeit, bis man mal weiß, was man eigentlich zu machen hat und wie man eigentlich was zu machen hat und vor allen Dingen, bis man mal alles erhält von den Kollegen. Und wenn man das alles schön sauber ablegt und das einer oder zwei nur machen, dann hat man Ruhe. Genau, richtig, ganz genau. Also, ich brauche den Freistellungsbescheid. Wer hat denn den? Ja, den hatte mal der und dann hatte der den und der hatte den mal und dann der und dann bin ich versuchen. Ja. Und wenn ich das einscanne und ablege, dann hat natürlich der entsprechende das sofort. Ja. Okay, also das war jetzt mal eben zum Benutzer löschen oder zum Benutzer eben, wie gesagt, man kann ihn löschen. Empfehlung von mir, nicht löschen, sondern eben nur ändern. Das heißt also den Login-Namen und das Passwort ändern. So, dann einmal ganz kurz noch ein Wort zum Spartenschatzmeister. Der Spartenschatzmeister darf auf bestimmte Konten buchen, das haben wir ja vorher gemacht, das wüsste man noch. Und ich logge mich jetzt mal ein.
Sekunde. Und das Problem an dieser Sache ist natürlich jetzt das, dass der Spartenschatzmeister jetzt eventuell hergeht und natürlich diesen Online-Banking-Zugang, sage ich jetzt mal, diesen Online-Banking-Zugang, den er braucht, um mit der Bank zu kommunizieren, den kann er hier nicht anlegen. Der kann auf dieses Konto eben nicht reinschauen. Wie macht man jetzt das dann, dass der trotzdem diesen Online-Banking-Account anlegen kann? Das ist relativ einfach. Und zwar finden Sie, Sekunde, wer tippen kann, ist definitiv klar im Vorteil. Sie finden also im Ordner Netix P-Verein, also lokaler Datenträger C, Ordner Netix P-Verein, für Sie eine Software, die nennt sich SAM Client. Ach, ich bin schon, also heute ist wieder, Entschuldigung, natürlich nicht SAM Client, sondern den FinAdmin. Und mit diesem FinAdmin können Sie sich diesen Bankzugang bei Ihnen selbst anlegen. Das heißt, also hier kann ich dann eben sagen, neuer Bankzugang einrichten. Und sobald dann eben dieser eingerichtet ist, dann können Sie hier auch Online-Banking betreiben, ohne dass Sie eben Besuch vom Hauptschatzmeister bekommen müssen, dass der das jetzt irgendwie anlegen muss. Also C, NetXP-Verein, FinAdmin und hier drin kann man dann eben das Ganze selbst anlegen. Ist, glaube ich, auch verstanden, oder? Ja, für mich schon, aber ich weiß nicht, ob ein Spartenschatzmeister, ob der denn, ob die alle denn so fit sind an der Stelle. Das ist so, ja, also, okay, danke, Herr Kahn, für den Hinweis. Also, das ist folgendermaßen. So ein Online-Banking-Konto für einen Spartenschatzmeister, das muss sowohl in NetXP-Verein als auch lokal auf dem PC des Berechtigten eingerichtet werden. In NetXP-Verein richtet das Konto nur der ein, der es wirklich einrichten darf, und zwar der Hauptschatzmeister. Der legt dieses Konto an. Ob der dann später Zugriff auf dieses Konto haben kann, dem, das sei einmal ganz dahingestellt. Aber er muss das Konto erstmal anlegen, er muss dem Konto erstmal einen Namen geben. Später dann wird eben über diesen FinTS-Admin kann eben dann dieses Konto lokal auf diesem PC des Spartenschatzmeisters hinzugefügt werden, damit eben dann auch die Kommunikation mit der Bank korrekterweise funktioniert. So ist, glaube ich, besser, oder? Der Spartenschatzmeister muss natürlich auch bei der Bank die ganzen Informationen haben. Der muss da eingerichtet sein und getan, ansonsten funktioniert das auch wieder nicht. Ne? Natürlich, also der braucht einen Online-Banking-Zugang bei der Bank. Also der muss zur Bank gehen und muss sagen, ich will für Konto XY, will ich Online-Banking haben, dann muss natürlich dann der Vorstand und auch der Hauptschatzmeister unterschreiben, dann bekommt er natürlich diesen Zugang und dann kann er eben Online-Banking betreiben, wenn er sich diesen Kontakt im FinTS-Admin eben angelegt hat. Ja. Genau, wir werden in naher Zukunft noch eine Änderung vornehmen, und zwar werden wir es in der Benutzerverwaltung ermöglichen, dass, also dann wird es also hier unten noch eine zusätzliche Schaltfläche geben, dass eben eventuell ein Spartenschatzmeister auch eigene Konten anlegen darf, also Bankkonten oder Kassen. Das kann sich dann der Verein aussuchen, dann wäre also diese Erwähnung jetzt da fast völlig hinfällig. Mhm. Vorher aber noch weglassen, die Kommunikation, hier kann ich natürlich alles Mögliche einschalten, sage ich jetzt mal eben zum Beispiel den E-Mail-Account, wenn ich pro Benutzer den E-Mail Account freischalte, oder auch die Absenderkennung, siehe Schulungen, SMS-Versand, das alles kann ich mir hier nur einstellen. Ich muss schnell durchklicken, dass ich nichts übersehe. Genau. Wie gesagt, noch unbedingt ein Tipp, bevor Sie diese Zugangsdaten eben dann an entsprechende Benutzer rausgeben, empfehle ich Ihnen ganz schwer, das vorher zu testen, mal alles nochmal durchzuschauen, ob auch wirklich alle Rechte gesetzt sind, die dann der entsprechende haben soll, haben muss, und natürlich also auch die Möglichkeit eben, dass er eventuell zu viele Rechte hat. Natürlich sollte man sich das auch anschauen. Im Zweifel dann eventuell bei uns anrufen, wenn man also nicht hundertprozentig weiß, was der jetzt darf oder nicht darf, dann können wir das also in einem Telefonat kurz besprechen und kurz erklären.
Genau, ja, und ich glaube, ja, Entschuldigung, halt das letzte noch, was ich vorher bei diesen Standardrechten extra weggelassen habe, und zwar ist es dann ein sogenannter Standardbenutzer nur lesender Zugriff. Das würde also einen Spartenschatzmeister dahingehend einschränken. Ja, das heißt, dann verdient er eigentlich den Namen Schatzmeister nicht mehr, sondern das ist dann im Endeffekt der Fall, dass der Hauptschatzmeister alles macht. Das heißt, der übernimmt selbst den gesamten Geldtransfer von zur Bank, bucht seine Barkassen selbst und gewährt eben diesem Spartenschatzmeister die Möglichkeit, auf die Buchungen seines Vereins Einblick zu erhalten. Also, der würde dann tatsächlich nur diese beiden Kostenstellen jetzt sehen. Sie sehen, sie sind inzwischen repariert. Also es war wirklich so, die Kostenstellen gab es schon mal und dann wurden sie wieder gelöscht, wurde hinzugefügt, wieder gelöscht. Das heißt, er kann dann, dieser Spartenschatzmeister kann eben nur die für ihn vorgesehenen EA-Stellen, nur die für ihn vorgesehenen Kassen eben auswerten. Und warum macht man das? Wie gesagt, also dann ist der Name Spartenschatzmeister eher ein bisschen ja, zu groß gegriffen, sage ich jetzt mal. In dem Fall wäre das der Zugang für einen Spartenleiter. Also Hauptschatzmeister macht die ganze Buchhaltung, macht die ganze Beleghaltung, gibt aber dann eben dem Spartenleiter die Möglichkeit auf verschiedene, oder nicht auf verschiedene, sondern auf seine, für seine oder die ihm betreffende Sparte Buchungen einzusehen. Warum macht man das? Das ist, glaube ich, auch ganz klar. Das macht man schlicht und ergreifend aus dem Grund, dass der Spartenleiter weiß, wie viel Geld er zur Verfügung hat oder eben auch nicht. Ist aber, wie gesagt, gesetzt dem Fall. Hauptschatzmeister macht die ganze Buchhaltung und gewährt dann eben den verschiedenen Sparten eben in die Buchhaltung Einblick zu halten. Ja, das war es damit mit dieser gesamten Benutzeranlegerei. Und in der Folge kommt dann eben die gesamte Beitragsverwaltung. Gibt es dort zu diesen Benutzern allgemein noch Fragen, also zu diesen Standardbenutzern, Spartenschatzmeistern und so weiter, also die ganze Benutzerverwaltung? Nö, nee, eigentlich erstmal nicht. Momentan nicht. Ja. Und Supporttelefon ist ja bekannt. Wenn man dann wirklich auf Fragen stoßen sollte, kann man ja natürlich jederzeit bei uns anrufen. Ja, und ich glaube, dann lasst uns mal mit der Benutzerverwaltung gut sein. Das sind aber die Gene, gar nichts dafür. Wie hat der Lückemeier letztes Mal gesagt, nichts führt an Franken vorbei. Ja. Na ja, wunderbar, dann hören wir uns morgen nochmal. Ja, also ciao. Bis dann, ciao. Ade.